So, wo waren wir denn im letzten Part stehen geblieben? Ich glaube hier. Ich glaube hier bei Episode 7. Episode 6 haben wir abgeschlossen. Starten wir in Episode 7. Zugang verweigert. Na dann, beschaffen wir uns mal Zugang. Joa. Scheint so, als wären wir drin im Game. Da kommen die Intro-Credits. Minecraft-Story-Mode. Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. Und natürlich Eggdalum zu Minecraft-Story-Mode, dem nächsten Part. Aha, da probieren wir wohl ein paar Tore und Portale aus. Wie bist denn du? Hallöchen. Das war nicht Lukas. Schäfchen. Und da haben wir wohl einiges an Abenteuern erlebt. Oh, kalt und schneeig. Das ist mal ein schönes Pre-Intro. Wow. Eine Feuerwelt scheinbar. Oh, er brennt. Der Wahnsinn. Oh, Quicktime Event. Das erste lustige kleine Quicktime Event. Ist jetzt kaum was wert. Kann man nicht gleich verkacken. Wir erforschen die Welt hinter den Portalen. So schaut's aus. Portal Hopping. Das klingt interessant. Wir können nicht einfach aufgeben. Wir müssen irgendwie wieder zurückkommen, vor allem. Nach Hause. Ach nein, nicht schon wieder. Brennt der jetzt nur noch? Verrückte Kräuter. Sieht alle verschieden aus. Ja, die Portale sind alle sehr unterschiedlich. Kannst du nicht sagen, was das ist? Kannst halt nicht ein Portal angucken und daran erraten, was dahinter passiert. Ja. Oder nicht? Ja, wir werden den Weg nach Hause finden. Irgendwann. Aber ich glaube nicht, dass unsere Heimat hinter einem Redstone-Dingens steckt. Ja,
Unsere Welt ist nicht unbedingt Redstone-mäßig. Ja, irgendwie schon. Tja, was soll ich sagen? Beruhigt euch, Lucas sagt das. Ja, es tut mir leid. Wir müssen mal irgendwie nach Hause kommen. Wir müssen schon, ja, finden wir einen Weg gemeinsam. Ja, alle cool bleiben. Da schaffen wir schon. Na dann, ab durchs nächste Portal. In die nächste große Welt. Eine Wüste? Okay. Na denn. Wo ist der Redstone? Das ist die Frage. Sehr Wüste, aber. Redstone. It's just a, you know, a book I picked up back at the White Pumpkins place. It's all about different biomes and stuff. Great idea, Lucas. How you doing, Petra? So much for my hunch with that redstone portal, huh? No advanced civilization. Jo, I just really thought that redstone. Nicht so einfach. Yeah, it's not so easy making this. Das ist ein ziemlich trockener Notfall. Eine Wüste wird jetzt nicht unbedingt landen. Ein heißer Ort. Heißer trockener Wüstenbiomenort. Wo führt sie hin? Die Linie. Vielleicht zu einer Stadt voller Redstone und neuer Abenteuer. Nein, nein. Auf den Weg entlang Richtung hoffentlich Stadt. Tja, Sand, 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 Sand und Kakteen. Und noch mehr Sand. Und Leute. Da sind Leute. Das ist ein Zombie. Der Kopf. Der hat einen Knopf am Kopf. Ja, am Tageslicht. Das ist auch irgendwie interessant. Das ist nur ein Zombie. Ja, ist vielleicht ein bisschen unvorsichtig, aber auf ihn! Auf ihn! Auf ihn mit Gebrüll! Okay. Ist ziemlich OP, dieser Zombie. Ich helfe dir. Was ist da los? Was ist mit dem? Wir haben Diamantschwerter. Was ist los? Lässt sich nicht besiegen. Hä? Das ist ein einfacher Zombie. Hier. Zack. Das hat aber lange gedauert, den zu besiegen. Das war ein ziemlich starker Zombie. Ein super Zombie. Ja. Kann man wohl so nennen. Retronen hier sind super aufgepumpt. Ja, das sind scheinbar extrem Kreaturen, extrem Monster. Oh nein. Eine Menge Zombies. Wenn einer so OP ist, dann ist die ganze Menge hier beinahe unbesiegbar. Ach du Schande. Na toll. Kriegt ein Event. Raus hier. Oh wei.
Na komm, kämpft! Nicht einfach aufgeben. Was? Ist irgendwas passiert? Alles klar. Ja, dann besiegt sie doch jetzt. Wo sie schon so untätig rumstehen. Oder besucht oder untersucht das Teil. Besucht das Teil. Boah, besuchen kann man das jetzt nicht unbedingt. Ist das Roboter oder? Wie schaut's aus? Was? Wo? Wann? Was? Jetzt los? Verschwinden wir hier. Irgendwas ist hier richtig falsch. Irgendwas läuft hier richtig schlimm. Haut ab hier. Die machen mir Angst, diese Zombies. Ah, ja. Okay. Das klingt sehr verrückt. Lass uns herausfinden, wohin sie gehen. Vielleicht nicht schlecht. Keine so allzu schlimme Idee. Okay, sie folgen der Linie. Und die Linie führt zu einem Ort. Was macht ein Zombie in einem Ort? Sollten da nicht Menschen oder ähnliches wohnen? Villagers? Dorfbewohner? Ja, es ist still. So still. Ja. Redstone. Ein Haus, was scheinbar mit Redstone abgestürzt wurde. Zombies wurden zwischengelagert. Irgendwie so eine Ladestation oder irgendwie abgestellt. Für die Wissenschaft. Ah, okay. Das sieht gefährlich aus. Schon irgendwie. Na komm. Mach's schon. Ich glaube, das geht so schnell nicht los. Sieht sehr fest aus. Und wäre es nicht beabsichtigt, dass man das löst. Kann nicht entfernt werden. Ja. Ein Mensch. Scheint ein Mensch zu sein. Ich glaube nicht, dass er uns hören kann. Taube Menschen hier. Hier ist ziemlich viel seltsam. Das ist hier. Hier läuft irgendwas. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Das ist mal klar. Untersuchen wir mal alles. Schild. Steht doch was drauf. 1063 Bewohner? Wo sind denn die alle? Dafür, dass es hier über 1000 Bewohner gibt, sind hier relativ wenig unterwegs. So ein kleiner Wüstenort, 1000 Bewohner. Und dafür ist das ein bisschen mager hier. Ich sehe keinen von den 1000 Leuten. Reden mit den Hühnern. Auf gehen. Die haben rote Augen. Was ist denn mit denen? Roboterhühner oder was? Hier ist alles robotermäßig. Okay.
Brunnen ansehen. Ist ein Roboterbrunnen oder was? Ui, der ist tief runter. Mhm. Ich guck mich weiter um. Was gibt's hier? Stadtbewohner. Mit dem reden? Okay, vielleicht sagt er ja was. Hallöchen. Ich bin Zwergi. Zwergi. Okay, Jesse. Und wer oder was bist du? Hallöchen. Wir haben alle rote Augen und so ein Teil hinten drauf. Roboter. Bieb, 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 bieb. Conversation go any better up close. We couldn't really hear from back there. Joa. Das Ding war kein Mensch, das sah eher aus wie ein Roboter. Hm. Eine Roboterstadt. Hm. Yeah, he was like these zombies we've been seeing. Red eyes, weird, glowy head thing. I don't like the sound of that. Sure. Cyborgs oder wie schaut's aus? Really? I don't see anyone. Und das schien ein Mensch zu sein. Und der hat sich anders bewegt. Aber das kein Mensch ist. Der spricht, der bewegt sich schnell. Oh, er hat einen roten Knopf. Hm, suchst du irgendwas? Das ist ein Mensch. Mama, das musst du uns aber mal erklären. Nein, ich weiß nichts. Ich bin gerade erst angekommen. Ja, ich habe ein paar rote Roboter gesehen. Mit Knöpfen drauf. Hm. Wir sind durch ein Portal hergekommen. Ich weiß nicht, ob wir das ihr verraten sollten, aber... Ja. Okay. Haben wir jetzt. Und vielleicht ein Fehler, aber haben wir. Crown Mesa heißt die Stadt also. Hm, was geht hier vor? Das ist eine gute Frage. Okay. Wir sollen die Roboter also nicht verletzen. Ach, sind Leute, oder was? Ihre Leute, ihre Freunde, oder was? Irgendwie verwandelt in Roboter, oder wie, oder was, oder warum, was? Verstehe ich nicht. Oh, sie kommen hier direkt hoch, zu uns. Was machen die? Verschwinden, schnell weg hier. Wie wär's damit? Oh. Wir sind von hier. Harmon knows this to be untrue. Harmon sees all. The decision has been made. Okay, das macht mir Angst. Ach du Schande. Das ist gruselig. Entschuldigung, wir wollten gerade gehen, wir wollten hier nicht lange bleiben, wir wollten schon wieder durch unser Portal abhauen. Tschüss. Wir gehen dann mal. Roboter! Ja. Kampf gegen Roboter. Weg mit euch. Lass mich nicht festnehmen. Autsch! Wir wurden geschlagen. Und sind wir gefangen genommen, oder? Was läuft? Ui. Wer oder was ist das? Ist das Pama? Ja.
Ich schätze, es ist nicht freundlich. Das kann nicht freundlich sein. Okay, ein Riesencomputer. Das ist also Parma. Okay. Was willst du von uns? Riesencomputer. Ein Thinking Machine. Ein Computer. Um es nützlich zu sein. Okay. Die kontrolliert die ganzen Leute hier. Ach du Schande. Wir müssen jetzt wirklich los. Wir haben eine Verabredung. Wir haben noch Termine. Tut mir leid, ich kann mich jetzt hier nicht lange aufhalten. Ja, ich wäre sie gerne noch hier geblieben, aber ich muss weg. Okay. Scheint so. Ja, und wir müssen ganz schnell weg. Wir sind nicht von dieser Welt. Ist richtig, wir müssen schnell weg. Wir wollen gleich in unsere Welt zurück. Wir sind schon wieder weg. Wir sind hergelaufen. Wir sagen bestimmt nicht, dass wir durch ein Portal gekommen sind. Ganz bestimmt nicht. Dem bösen Roboter-Computer. Sagen wir das bestimmt nicht. Fragezeichen. Alternative Methoden? Oh, das klingt nicht schön. Petra? Nein. Ist gar nicht gut. Was machst du da? Was passiert gerade hier? Sie nützlich machen. Was zum Geier. Oh wei. Nicht gut, nicht gut. Der Roboter ist wahnsinnig. Was ist mit diesem Gerät? Meine Welt. Muss sie jetzt antworten? Du willst meine Welt hassen. Das, ja, das ist klar. Die Antwort erinnert mich. So lüge ich, sag halt nur nichts. Lügen wäre, wenn ich sagen würde, ja, ich komme von hier. Ich habe nur gesagt, meine Welt gefällt dir nicht. Nicht gelungen. Dann sage ich euch bestimmt nicht. Jo, ich glaube, das ist die richtige Antwort. Suche auch noch einen Ausgang. Das ist keine Lüge. Okay. Nützlich sein. Nützlich sein bedeutet für die wohl ziemlich viel. Unterhaltung. Okay. Was zum? Was haben die vor? Okay. Da passiert was. Und das ist nicht gut. Auwei. Nein, Petra. Nicht Petra. Au, scheiße. Nein. Petra, nein. Was geschieht? Au. Lukas? Ach du Schande. Was machen die mit unseren Freunden? Ach du. Oh. Mein Gehirn ist tabu. Finger weg. Especially to evil thinking machines like you. That
like you told Petra. This is for your own good. Au vai. Welcome, Lucas. Yay, your turn, Jesse. Get out of their heads. Kaka. Oh nein, sie untersucht schon die Köpfe von denen. Die weiß gleich alles. Oh nein. Au. Ein Rätsel. Rätsel sind für Computer immer gut. Ein Paradoxon für einen Roboter. Es ist seltsam, nicht seltsam zu sein. Hey Palma, what would you say if I told you it's weird to not be weird? Computer hat sich aufgehängt. Okay. So funktioniert sie, ist sehr verwirrt. Fehler. Kommt da durchgedreht. Error. Okay. Sie ist hier. Der Schafferin. Okay. Folgen wir ihr. Sie kann auf jeden Fall nur besser sein als alle anderen Leute hier. Und Petra und Lucas, die holen wir irgendwann später zurück. Die retten wir noch. Wir müssen erstmal uns befreien. Oh. Erstmal weg hier. Erstmal in Sicherheit sein. Puh. Weg hier. Von der Seite. Wir müssen weg hier, raus hier. Auf und davon. Na, aufheben, aufheben, aufheben. ZTR. Komm, komm mit. So. Weg von den Zombies. Ausweichen. Die Kluft. Schlucht, nicht die Kluft. Enderperle werfen. Ist doch gut. Ist keine schlechte Idee. Und rüber da. ZR. Hui. Und tschüss. Die reagieren hoffentlich gleich, die Perlen. Puff. Da sind wir. Und weiter. Lauf. Rennen. Es ist Zeit, an dieser Stelle mal zu unterbrechen und den Part zu beenden. Machen wir Schluss für heute. Wenn euch nach oben soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja, kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Habt ihr noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Haut da rein. Man sieht sich. Ciao, ciao. Bis denne.